Kalte Winternächte, Januar circa 20 Uhr. Mama weint in ihrem Bauch, mein Kopf und meine Nabelschnur. Was nächtelang bei mir, doch niemand durfte mich berühren. Deine Blicke waren wie Hände, ließen Wärme für mich spüren. Lag 2 Monate im Brutkasten, spürte Mamas Pulsrasen. Sollte ich's schaffen, glaub mir, wirst du's eines Tages gut haben. Hör die Gebete, die du ständig von dir sprichst. Meine Dunkelheit, die wandest du zu Licht, Mama. Gott hat es mit uns gut gemeint, er machte, dass ich leben kann. Nicht nur den Geschmack davon, er meint damit ein Leben lang. Wir haben es geschafft, obwohl wir beide lange Angst hatten. Also muss ich raus und mein Versprechen für dich wahr machen. 7. Monat, guck mal, ich kann endlich laufen, Mama. Laufe durch den tiefsten Winter, Regen, Schnee und atme Drama. Mach dir keine Sorgen, doch wenn ich's nicht durch den Winter schaffe, hab ich dir im weißen Schnee mit Füßen Spuren hinterlassen. Dunja, du hast mir gezeigt, dass ich nicht einsam bin. Du teilst mit mir die Tränen, wenn ich weine wie ein kleines Kind. Ich konnte dir nicht viel bieten, doch als Freunde mich verließen, nahmst du meine Hand, mein Engel, und du führtest mich durch Kriege. Steine auf den Wegen, weil die Droge mir die Seele frisst. Der Teufel hat mir beigebracht, dass diese Welt gefährlich ist. Werd es nie vergessen und bin dankbar, wenn ich Kälte find, denn es machte mich zu dem ich bin. Alpagan Bushido Kapi sagt mir, wo ich hingehöre. Zwischen Licht und Schatten lebe, zwischen Gut und Böse. Erster großer Deal, doch Samra darf damit kein Brot verdienen. Probleme von der Straße brachten in die Wände Rosenkrieg. Ekelhaftes Drecksbusiness, jeder will dich runterziehen. Doch ich bin wie Phönix aus der Asche, das ist der Unterschied. Negative Schlagzeilen in der Suchfunktion. Ich wünsche keinem etwas Schlechtes, außer nur dem einen. Ich muss im Ghetto gucken, wo ich bleibe, und wurde durch Rap zu den Besten aller Zeiten. Alles ging so schnell, wenn ich die Zeit Revue passieren lasse. Auf einmal kam der Fame, dickes Geld und viele Platten und damit auch Schattenseiten, denn im Ghetto schießen Waffen. Auf einmal stapeln wir Awards und die Gerichte hatten. Mit meinem Talent kam der weiße Benz Designerhand. Doch in schlechten Zeiten das Gefühl, als ob mich keiner kennt. Ich schreib Gedanken auf und mache Geld damit. Doch was bringt mir Geld, wenn man sich ständig damit selber fickt? Danke meinen Brüdern, Mama, Papa und auch meiner Frau. Jetzt bin ich clean, ich kann endlich in den Spiegel schauen. Ich bin selber stolz auf mich, Mama, guck, die Fans warten. Lieber Gott, danke, dass ich endlich als ich selbst da bin. Der Rest kann lieben oder gar nicht erst versuchen. Denn ich bin Samra, Hüseyin Akuşe. Samra ist der Beste.